ja, von wegen heute ja, Nazi. Ja, ja, in Dachau, Leute, in Dachau kaufen sie schon Kohlen, ja. Es gibt eine Kraft, die fördert das sogar, die will diese Jugend sogar Hitler so haben. Aber wenn ihn genauso der Arsch auf Grundeis gehen, das sage ich Ihnen, aber ehrlich. Aber ganz ehrlich. Ja, die Gammler haben sind keine Juden umgebracht. Ehrlich. Die Gammler sind keine Menschen, die könnte man notfalls auch vergasen. In dem Augenblick, wo ich in der Kammer bin, eben muss ich immer auf Seiten der Schwächeren sein. Und das waren in dem Fall Sie, die Gammler. Sind Sie ein Gammler? Ja, ich rechne mich zu der Gruppe, ja. Seit wann gammeln Sie? Seit 14 Monaten. Und wie lange wollen Sie es noch? Das weiß ich nicht. Das ist unbestimmt. Jetzt im Winter wollen Sie weiter gammeln? Ja, ja. Im Winter gehe ich runter nach Spanien. Wahrscheinlich auch rüber nach Afrika. Weil da im nächsten Jahr im April in Marrakesch das internationale Gammlertreffen ist. Es war auch eine Bewegung, einfach, dass man leben wollte. Ja. Und es war im Grunde nichts anderes. Dann sagt, wenn ich später Sklave werden muss, dann will ich wenigstens jetzt noch ein paar Jahre leben und es geht niemand was an. Ich schlag mich schon durch. Hey, komm mal rüber. Die ganze Welt ist am Zerspringen. Unrecht blüht, Waffen klingen. Zum Töten nicht zu jung, doch wohl zum Wählen. Du bist nicht für den Krieg, doch tust auch nichts dagegen. Sogar den Uniformen gibst du deinen Segen. Und ich sage immer und immer und immer, doch hört mir nie zu. Schon morgen kann es geschehen und wir sind am Ende. Oder sie sitzen auf der Wiese. Wir haben auch schon im englischen Garten haben sie mich eingeladen abends und da haben sie die Enten aus dem Teich geklaut und haben sie gebraten. Ja. Es wird dann sicher bald wieder Polizeikontrolle kommen. Ich sage, ach, ich sage, wie lange laufen? Eine Stunde, ach, so, da werde ich auch. Das war auch eine. Aber die Mädels waren oft dann zum Beispiel da auf der Wiese, die kamen dann von zu Hause, weil sie die Gammler interessant gefunden haben. Interessanter als ihre Klassenkameraden oder als die wohl die bürgerlichen Bekannten und haben denen da also dann das Essen von zu Hause geklaut oder eingekauft, Brötchen für sie und haben sie morgens gebracht und waren ganz ergriffen davon, dass sie, also da die Samariterinnen sind, aber die Fernreisen, also die nach Marokko sind und so, das waren natürlich mehr männliche Gammler, weil die, das wäre für, gerade in solchen Ländern wäre das für die Mädels, ja, da wäre es wirklich etwas gefährlich noch geworden. Seit wann sind Sie in Deutschland? Ich bin jetzt 22 Tage erst wieder in Deutschland. Ich war 3 Jahre und 10 Monate nur im Ausland. Wo? Auf der ganzen westlichen Welt, außer Asien. Gibt es für euch Unterschiede zwischen Gammlern und Gammlern? Oh ja, sehr große sogar. Ja. Zum Beispiel die Stadtgammler, ne? Die rechnen wir nicht zu uns, denn die gehen ja morgens bzw. abends nach Hause und stecken die Füße unter den Tisch und sagen, Mutti, bring das Essen ran. Und dann hauen sie anschließend ins weiße Bett, ne? Und morgens um 8 tanzen sie dann hier wieder an, essen unser Brot, rauchen unsere Zigaretten, die wir uns mühsam hier erkämpfen. Denn es ist ein Kampf in jedem Falle ums tägliche Brot und dann am Abend sind sie wieder weg. Die Stadtgammler, die haben sie ja verachtet, weil die eben schon am Tag über so umeinander lungern und dann abends gehen sie wieder zur Mutti. Und, sondern eben, man muss das Abenteuer auf sich nehmen, dass man ohne Geld durch die Welt kommt oder zumindest durch einen Teil der Welt. Das konnte ich gut nachvollziehen, weil ich eben selbst sehr viel getrennt bin und auch, man hilft sich da auch gegenseitig. Ich weiß, ich hatte einmal wirklich keine Mark und haben die gesammelt für mich, ohne dass ich es wusste. Haben mir da irgendwie wieder 12 Mark gegeben oder so und haben gesagt, ja, damit du weiterkommst. Und ich hatte Fieber und ich meine,
das ist auch eben ein Gefühl, eine Art Solidarität hat sich durch diesen Begriff und vielleicht auch durch die Anfeindung da unter ihnen gebildet. Mhm. Deshalb hatte ich auch immer die Eltern und die Onkel, die da angerufen haben, dann bei mir und haben praktisch gesagt, wegen meinem Film wäre ihre minderjährige Tochter durchgegangen, habe ich sie immer beruhigt und habe gesagt, dass die sind hier relativ sicher, ja. Mhm. Vielleicht sicherer als bei euch auf dem Sofa, während ihr bei der Arbeit seid, weil die passen gegenseitig auf sich auf und auf die Jungs können die Mädels sich unbedingt verlassen. Das ist eine Kameradschaft. Und wir wollten den ganzen Film über immer nach Marokko, nach Nepal und so weiter und waren immer in einem Umkreis von 500 Metern noch vom Picknick zum Nikolaiplatz zum Englischen Garten. In dem Dreieck haben sie sich bewegt. Die drei Wochen, die wir da gedreht haben, wir haben Schlafsäcke gekauft. Klaus war mit der Kamera in seinem Schlafsack, ich mit dem Tongerät im anderen. Am nächsten Tag hat man uns die Schlafsäcke geklaut. Und die waren so wie so Westernhelden. Also damals kamen ja gerade die Italo-Western auf. Jedenfalls habe ich gedacht, man kann auch in Deutschland einen Western drehen. Das waren ja, wenn die so da gehen, durch die Oktober, wie die Westernhelden, die sich in einer feindlichen Umwelt bewegen. Dieses Gefühl, dass sie sich in einer feindlichen Umwelt bewegen. Das hatten sie nicht von vornherein, aber das haben sie ja bekommen, dadurch, dass sie dauernd, sagen wir, ziemlich feindselig angemacht wurden. Wenn der Hitler gelebt hat, der hat die alle auf die Seite gebracht. Das ist meine Meinung. Jawohl, genau ist das meine Meinung. Die wären auch verprügelt worden, wenn wir nicht mit der Kamera dabei gewesen wären. Immer bei jedem Film lernt man ja so außergewöhnliche Schicksale kennen und glaubt, um die muss ich mich kümmern. Und dann tut man es doch nicht, weil man dann den nächsten Film macht und die wieder vergisst. Und egal, ob es jetzt ein Dokumentar oder ein Spielfilm ist. Ich habe immer zwischen den Spielfilmen wieder einen Dokumentarfilm gemacht, damit man die Erdung nicht verliert. Aber es gab auch eben auch die wie hieß sie, Maler oder die da am Telefon ist und mit ihrer Tante spricht und weint und sagt, ich weine jeden Tag, die steht zum Schluss wieder auf der Autobahn und fährt weiter. Das war ja doch eine Bewegung, die eigentlich, ja, das waren Tramps, man hat hier Gammler gesagt, eigentlich ein Schimpfwort, wie die selbst gesagt haben. Das war eine Bewegung, die in Amerika einfach kam, durch, dass das so ein großes Land war, Amerika, und es tatsächlich ein Abenteuer ist, wenn man sein Land durchquert, wenn es diese Ausmaße hat und noch, sagen wir mal, Flecken, die man weniger kennt, die wirklich sehr tiefe Provinz sind oder sehr, also Easy Rider ist ja der Gipfel von dieser Art von Filmen. Hier war es, ja gut, man griff halt auf Europa zurück, inklusive eben Türkei, Nordafrika, wo man sich bewegt hat, eben bis Afghanistan, bis Nahen Osten. Und die Studenten wollten danach, dass ich über ihre Bewegung, also die Asta, auch einen Film machen. Peter, das wird historisch, das musst du unbedingt machen und so. Ich habe extra mit Jagdszenen aus Niederbayern hatte ich vorbereitet, habe ich das Drehen zurückgestellt und wollte das machen, aber dann habe ich gedacht, es war zu sehr Kopf, die waren nicht wirklich da, so als Personen wie eben die Gammler oder später die Bauern in Jagdszenen, die einfach physisch echt da waren, die direkt waren, also die man, ich weiß nicht,
das muss man, das spürt man irgendwie als Filmmensch. Jedenfalls habe ich es dann nicht gemacht. Also bei den Gammlern war es so, ich hatte den Deutschen Kinderfilmpreis gewonnen für Alexander und das Auto ohne linken Scheinwerfer. Das waren 30.000 Mark und damit habe ich den Film gedreht. Das ist vielleicht einer meiner wenigen Verdienste, dass ich eigentlich nur Filme gemacht habe, die ich machen will. Dadurch habe ich auch ziemlich wenig Filme gemacht. Also für mein Alter gibt es Leute, die haben das 3- und 4-fache gemacht an Filmen und noch mehr. Jo. Vielen Dank. Im Übrigen möchte ich überhaupt jungen Leuten keine Ratschläge geben, weil sie immer recht haben. Also ich meine das tatsächlich, dass die Alten letzten Endes einsehen müssen, dass die Jugend recht hat und dass die Zukunft sich völlig anders entwickelt, als wir uns vorstellen können.